Ich bin Astrid Posner, bin Schauspielerin, Coach und Managementtrainerin und arbeite seit 12 Jahren mit Menschen daran, ihre Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen und in den unterschiedlichen Rollen und Funktionen erfolgreicher und zufriedener zu sein. Das Buch, das ich geschrieben habe, handelt von dem täglichen Spiel mit dem Oben und Unten. Führen und folgen, sich durchsetzen, sich anpassen und basiert auf einer Erkenntnis aus der Soziologie, nämlich: Wann immer wir Menschen aufeinandertreffen, stellen wir uns im Verhältnis zu unserem Gegenüber entweder höher oder tiefer. Wir verhandeln subtil immer, wer in einer Situation mehr Einfluss, mehr Gewicht hat als der andere. Sie kennen das Spiel aus Ihrer Kindheit. Wer zuerst wegschaut, hat verloren. Oder aus Ihrem Alltag. Gehen Sie beispielsweise einen Bahnsteig lang. Gehen Sie in der Mitte oder auf der Seite. Weichen Sie eher aus oder setzen Sie sich auch da durch? Wie sieht es in Meeting-Situationen aus? Sind Sie da derjenige, der mehr Gewicht hat, andere überzeugt oder der sich eher anpasst? Oder in Ihrer beruflichen Karriere? Machen Sie spielerisch Karriere und bekommen Sie das, was Sie verdient haben? Oder arbeiten Sie 24/7 und haben das Gefühl, Sie treten auf der Stelle? Setzen sich nicht durch, werden nicht gesehen, sind nicht sichtbar. Dieses Spiel mit oben und unten findet nicht nur äußerlich statt, über Mimik, Gestik, Stimme und Stimmung, sondern auch innerlich, über unsere Gedanken und Emotionen. Gehen wir beispielsweise in eine Situation mit Angst, mit den Gedanken, das schaffe ich eh nicht, und stellen uns dabei innerlich gleich tiefer als unser Gegenüber? Oder wahren wir Distanz und denken, ich bin gut vorbereitet, ach, das wird schon. Wenn wir diese Erkenntnis zusammennehmen, die Unterscheidung zwischen oben und unten, außen und innen, ergeben sich 4 Felder, in denen unser Verhalten stattfindet. Die Wirkung unseres Verhaltens findet in diesen 4 Feldern statt. Lernen Sie, sich flexibel und spielerisch zwischen diesen Feldern zu bewegen. Und gewinnen Sie an Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmtheit und Erfolg. Wenn Sie die Frage interessiert, wie Sie Menschen für sich gewinnen, wie Sie sich spielerisch durchsetzen, ohne dabei Beziehungen zu ruinieren, oder warum dieses Spiel mit oben und unten Gold wert ist für Führungssituationen, dann lesen Sie mein Buch.